2020 bringen wir dann die gesammelten Unterschriften zu den politischen EntscheiderInnen. Schwer zu verstehen, du siehst etwas zu, wie die Zeit. Wir sagen, stopp die Ausbeutung, stopp den Bund. Wir haben hier geschlossen. 10.000 Jahre nach Endes. Was mit all das für ein Aufwand? Ein Aufwand, das beibringen, dass unsere Leben schon aus der 50 Jahre Ich habe das Gefühl, dass die Leute das einfach nicht ernst nehmen und nicht wahrhaben wollen, wie ernsthaft die Situation ist. Und ich finde, es müssten viel mehr auf die Straße gehen und die Stimme erheben. Dass die Wirtschaft, so wie sie aktuell funktioniert, das muss eigentlich, glaube ich, verändert werden, um die Möglichkeit zu schaffen, dass halt ein tatsächlicher Wandel auch bezüglich der Umwelt stattfinden kann. Und dass es eine soziale Politik ist, die darauf achtet, dass Leute trotzdem gerade überleben können, weil die direkte Folge von der Umweltzerstörung ist halt, dass Menschen sterben auf dieser Welt und es geht halt nicht so. Danke. Immer mehr schmilzt das Eis und tritt das dunkle Gestein hervor. Immer wieder kommt es zu großen Gletscherabbrüchen. Wir beenden die neokoloniale Ausweitung von Ressourcen. Und wir sehen immer wieder die Fotos, wie jetzt schon Waldbrände und so aussehen. Und wir müssen irgendwas tun, deshalb sind wir hier, weil nicht genug passiert. Demokraten und Demokratinnen müssen das sehr gut verstehen, dass wir dagegen was aktiv machen müssen. Die Klimakrise ist auch... Das müssen wir nur gemeinsam schaffen. Danke euch für die ganze Unterstützung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Plastik. Es gibt Obst und Gemüse im Supermarkt, das schon geschnitten und in ein bisschen zu viel Plastik eingepackt ist. Und viele Menschen mit Behinderung brauchen. Nette Menschen, könnt da hingehen, sehr cool da. Und hier kennt man ja den roten Fahnen, die da so.